war ganz spannend. Es gab viele Vorträge über digitales Bauen und BIM, was für mich ganz interessant ist, etwas Neues zu erfahren. Und ich habe mich echt gefreut, hier teilzunehmen. Mit dem Wettbewerb auf IT gebaut möchten wir vom RKW-Kompetenzzentrum junge oder auch erfahrene Bautalente, Nachwuchstalente auszeichnen für ganz tolle Ideen. Das können Abschlussarbeiten sein, das können aber auch andere Arbeiten sein, Zukunftslösungen für die Baubranche. Und wir möchten natürlich auch, dass es morgen noch einen Baumittelstand gibt. Und das ist natürlich eine tolle Idee, mit dem Wettbewerb Fachkräfte auszuzeichnen und zu zeigen, wie schön es ist, in der Baubranche zu arbeiten und die Zukunft zu gestalten. Ich denke, es ist ganz wichtig, dass auch diese Branche immer wieder sich modernisiert, immer wieder schaut, was kann verbessert werden. Und da haben wir heute gesehen, dass die jungen Leute sehr viele Ideen einbringen und dabei auch auf digitale Anwendungen setzen. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Impuls für diese zentrale Branche. Also mich hat begeistert, dass es nicht nur um Technik ging, sondern auch das Thema Vermittlung von Wissen zur Digitalisierung. Wir stehen ja in der Digitalisierung im Vergleich mit anderen Branchen erst am Anfang. Und das Potenzial, gerade im Hinblick auf Informationsverluste zu vermeiden, Qualität zu verbessern, die Vernetzung zu erhöhen, die ist natürlich immens. Und da versprechen wir uns sehr viel davon, von der Technologie. Ja, die Vision für die Zukunft. Ganz vermessen, wir wollen Standards setzen. Wir haben noch einiges vor. Man kann hier vieles mitnehmen. Informationen, wie man seine eigenen Ideen weiterbringen kann auch. Das gibt einem dann schon auch die Motivation, jetzt daran zu bleiben und wirklich noch weiter nachzudenken, was könnte man daraus machen. Dieser Wettbewerb und auch die Preisverleihung heute hier bietet natürlich den Nachwuchstalenten in der Baubranche auch die Chance, sich zu vernetzen, andere Preisträger kennenzulernen, aber auch Arbeitgeber kennenzulernen. Und ja, das ist natürlich eine tolle Sache für die jungen Leute, sich hier zu präsentieren und zu vernetzen.